Hey ho, hier ist euer Busy Peon. Heute öffnen wir ein wunderschönes Produkt und zwar die Gala Labrador's Tin Box. Ja, eine sehr schöne Box. Und hier drin sind halt vier Booster Packs des Zenit der Könige Sets. Und natürlich eine wunderschöne Promo. Und diese Promo gucken wir uns jetzt erstmal an. Und dann schauen wir mal, was in den vier Boostern drin ist. Schönes. Generell, das Artwork von der Tin kennen wir ja schon bereits aus dem Zapdos. Quatsch. Arctos. Artox Tin. Hier haben wir diese wunderschöne Promo. Sehr cool. So, dann natürlich ein Code. Und die vier Booster. Sehr schön. Und dann haben wir natürlich hier noch Platz für anfallendes Material, was wir im Laufe der Zeit schön öffnen. Ja, was fehlt denn bei uns noch aus dem Set? Wir haben schon relativ vieles geöffnet. Tatsächlich fehlen uns nur noch zwei Goldkarten. Aus insgesamt vier Goldkarten, die es da gibt in dem Set. Und generell noch viele Full Arts und Alt Arts. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was uns dieses wunderschöne Booster von Zenit der Könige bringen wird. So. Dann switchen wir mal. Wasserenergie? Nein. Feuerenergie? Lunastein. Mhm. Dann ein Sonnenfell. Dann ein Rokaman. Okay. Ein Mangonuir. Ein Kigogi, ein Owai, obwohl es sind nicht ein Owai, sondern es sind natürlich mehrere Owais, obwohl die einfach nur als ein Owai bezeichnet werden. Energie zu gewinnen, Emolga, ein Hopper in Reverse und ein Tandrak in regulär Rare. Okay. Erste Pack hat mich wirklich gegönnt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? So, schauen wir mal. Ist absolut einer meiner Lieblingssets. Wasserenergie? Nein. Leider nicht. Ein Metank, okay. Ein Energieumschalter, okay. Ein Trekking-Schuhe. Stahl-Unior. Relo. Ein Star-Lili. Ein Sichlor. Ein Pokéball. Oh ja. Ja, Sascha, wie alternatives Artwork. Ja, geil. Oh mein Gott, sieht die schön aus. Luxtra. Stell es auf Luxtra. Alter, ist das eine schöne. Oh Gott, sie ist so schön. Sascha, oh mein Gott, wie alternativ. Geil, geil, geil. Oh, über die freue ich mich richtig. Nice, 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 nice. Und ich habe noch gesagt, uns vielen Art. Ja, und die haben wir noch nicht gezogen. Oh, nice, 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 nice. Sehr schön, sehr schön. Oh, deswegen liebe ich dieses Set. Du wirst hier so belohnt, das Set zu öffnen. Also, oh Gott. Oh. Ihr kriegt gleich nochmal ein Spotlight. Wir machen mal das nächste Pack auf, sonst werde ich hier leicht vom Thema wegkommen. Alter, Walter, wie geil. Oh mein Gott. Ja, wie schön. Oh, das tut so gut. Das tut so. Ja, Wasserenergie. Na, klar. So, Freunde aus Hisui. Dann ein Veno Flippis. Ein Nirgendwo-Sauger. Ein Sonnenkern. Ein Bidiza. Smogon. Ein Molonk. Ein Filu. Hisui Admiral, wie nice, oh mein Gott, Sascha, oh, Double Hit, nice, oh, was haben wir hier für ein Glück, Alter, das ist ja brutal, das ist ja total brutal, ich glaube, das war bisher die beste Tin-Box aus Zenit der Könige, Alter, Walter, Sascha, schön, und ein Hisui Admurai, wie, boah, Hammer, oh mein Gott, also das ist ja mehr als gönnerhaft heute. So, und dann öffnen wir das letzte Pack aus der Tin,
Also, wow. Hoch, jetzt habe ich die letzte Karte weggenommen. Na, 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 na. Nicht so. Okay, schauen wir mal. Last Pack Magic. Stark, Trank. Galapantimos. Sonnenkern. Smogon. Ein Myrapla. Ein Bititza. Oh, und Luft. Siegelstein. Ich glaube, beide haben wir noch nicht. Also, das Opening hat sich ja heute mal richtig gelohnt. Ne, Bidiza haben wir nicht und den Luna Luft-Siegelstein. Luna, ist klar. Haben wir auch nicht, glaube ich. Wie geil. Okay, so, jetzt nochmal Spotlight. Also, das war ja mehr als gönnerhaft. Hier haben wir noch einmal das Hisui Atmurai V. Und dann nochmal das wunderschöne Sachian V. Boah, das sieht so genial aus. Oh, ist das schön. Und weil es so schön war, aus dem Set was zu öffnen, habe ich hier einfach nochmal zwei Packs. Mal schauen. Mal schauen. Ich öffne jetzt nochmal zwei Packs. Dann haben wir insgesamt 6 Stück geöffnet. Ich meine, die Ausbeute war schon mehr als zufrieden. Stellend, ja, das sei mal dahingestellt, aber ich habe Bock noch was zu öffnen. Deswegen Flammenergie, nein, Wasser, schade. Eine Rettungsbox Amphira, oh mein Gott, Walmeer, ein Pokéball, Krebskorps, Myrapla, Europ, Indiam, oh mein Gott. Oh mein Gott, und das Relaxo ist voll am Schnarchen. Aber das Opening ist definitiv nicht zum Einschlafen, sondern hier sind ja, also hier ist ein Hit nach dem anderen. Mein Gott, was ist denn hier los? Ah, Mist. Ja, ist schon. Damian haben wir schon, leider in der Collection. Naja, gut, aber immerhin, es ist heftig, was hier abgeht gerade. Und das letzte Pack. Oh mein Gott, wie cool. Deswegen mag ich dieses Set so sehr, weil du einfach geile Hits hier hast. Du hast in diesem Set, das belohnt einfach euch, wenn ihr das aufmacht. Ja, ihr kriegt Hits. Jetzt Feuerenergie. Ja, sobald ich Wasser sage, ist es die Feuerenergie. Und sobald ich Feuerenergie sage, ist es Wasser. Ja, ergibt schon irgendwie Sinn. Luxio. Freunde aus Hisui, Sichlor, Emolga, Kigogi, Owei. Oh, das ist auch eine schöne Karte, das View. Oh mein Gott, und ein Roy. Jawohl, Roy haben wir definitiv nicht. Ah, geil. Oh mein Gott, das ist doch so ein geiles Opening. Ich freue mich extrem, dass ich auch nochmal diese zwei Booster geöffnet habe. Wir haben hier einmal Mew. Es ist so schön. Diese Karte ist so eine schöne, durchdachte, designt wundervoll und einfach, ah, das ist, strahlt so viel Ruhe aus, aber auch, ja, man, also diese Karte hat so einen Fokus auf Mew, obwohl halt die Pokémon hier nochmal drumherum sind. So, ne, also, Hammer. Und die haben auch perfekt. Sehr, sehr cool. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das Opening ist etwas kürzer. Aber es kommen definitiv noch weitere Produkte, die wir jetzt zusammen öffnen. Ein Produkt habe ich ein bisschen Angst davor zu öffnen, weil ich bisher noch nicht so extrem viel Glück hatte wie bei anderen Sachen. Und zwar hier, wir haben hier noch ein ganzes Display. Kann man sehen, und Purpur. Und irgendwie drücke ich mich davor. Ihr könnt ja euch mal in den Kommentaren auslassen, warum ich mich darüber drücke, davor drücke, dieses Produkt zu öffnen. Naja. Aber genug geschnackt. Lasst ein kostenloses Abo da. Das würde mich extrem unterstützen und mich auch sehr darüber freuen. Und ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Ne? Und wenn was ist, schreibt gerne in die Kommentare. Und bis dann sage ich erstmal Ciao Kakao, bis zum nächsten
Opening, euer Busy Peon. Ciao, ciao.